Endlich Osterurlaub. Einfach die Koffer packen und ein paar Tage wegfahren. Prima Sache. Aber bei vielen scheitert es am Geldbeutel. Eine Türkei-Reise für sage und schreibe 99 Euro. Ja, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Eine Woche Flug inklusive Flug und Unterkunft in 4- bis 5-Sterne-Hotels. Wie soll das alles gehen? Muss man vor der Reise vielleicht das Flugzeug putzen oder an der türkischen Riviera kellnern? Wo ist denn da der Haken? Haben sich ja auch Claudia Kraftschick und Susanne Pohlmann gefragt und den Selbstversuch gemacht. Flughafen Frankfurt, ab in den Süden. Wir haben gebucht zum Schnäppchenpreis. 5-Sterne-Bildungsreise in die Türkei für 99 Euro inklusive Flug. 7 Übernachtungen im 4- bis 5-Sterne-Hotel inklusive Frühstücksbuffet und Rundreisen. Da sind wir mal neugierig, ob da nicht irgendwo ein Haken ist. Wir drehen offen und verdeckt mit allen Tricks. Unser Airbus ist ausgebucht bis auf den letzten Platz und alle haben 99 Euro bezahlt. 3 Stunden später, in Izmir warten 4 moderne Reisebusse auf uns. Wir sitzen kaum, schon versucht der Reiseleiter, uns Zusatzpakete zu verkaufen. 129 Euro fürs kleine Paket, 228 Euro fürs große. Entweder Halbpension oder Vollpension, inklusive Eintrittsgeld und Führungen. Er lässt nicht locker. Ganz offensichtlich gehört es zur Taktik des Reiseveranstalters, möglichst jedem Kunden mehr Geld zu entlocken. Wir wollen uns noch nicht festlegen, das ist uns zu teuer. Das Paket ist doch sehr günstig. Und die Hotels sind außerhalb. Das wird schwer, ein Restaurant zu finden. Ganz klar, er will uns verunsichern, um die Zusatzpakete zu verkaufen. Nachts um 1:30 einchecken im ersten Hotel. Wow! 4 Sterne. Das Hotelzimmer ist klasse, tolle Ausstattung, tolle Lage. Aber hätten wir das Essenspaket genommen, das Gesamtarrangement, hätten wir 3-mal so viel bezahlt, wie jetzt die Reise kostet. Die Entschädigung für die etwas kurze Nacht, der Blick aufs Meer. Die Busfahrten zu den Ausflugszielen sind in den 99 Euro enthalten, nicht aber der Eintrittspreis. Der Reiseleiter sagt uns, das Geldtauschen in türkische Lira sei schwierig. Doch diese angebliche Hürde nehmen wir ohne weiteres und kaufen unsere Tickets selbst. Die Karten für rund 12 Euro, ganz problemlos also, da wollte uns der Reiseleiter wohl ein wenig Angst machen. An der Führung dürfen wir ohne Zusatzpaket nicht teilnehmen, so machen wir uns über das Weltkulturerbe Ephesus selber schlau. Mittags hält der Bus an einem Rasthof außerhalb. Die Gruppe eilt zum bereitgestellten Buffet. Wir müssen uns selbst versorgen. Ist auch das, wie der Reiseleiter bemerkte, ein Problem? Von wegen. Vor einem kleinen Laden serviert man uns Börek und Tee. Auch ohne Zusatzpaket müssen wir also keineswegs Hunger leiden. 99 Euro, was bekommen wir dafür? 7 Übernachtungen in guten Hotels, historische Stätten und Shoppingstops im Wechsel. Wir sind beim Hersteller von Lederwaren gelandet. Hochprofessionell wird uns die Kollektion vorgestellt. Dann werden 2 Gäste auf den Laufsteg geholt. Ein Garant für Umsatz, denn die frisch gebackenen Stars kaufen so gut wie immer. Und der Applaus motiviert. Wir wandern gut gelaunt in den Showroom. Von vorne herein werden uns 40% Sonderrabatt angeboten. Auch das ist nur eine Masche und sie funktioniert. Wie es sich mit den Mondpreisen verhält, verrät uns der Manager im Gespräch. Wissen Sie, die Deutschen wollen noch handeln. Das erwarten die. Daher verdoppeln wir gleich mal den Preis und schlagen noch 40% drauf. Sie müssen erst mal die 40% wieder abziehen und dann den Preis halbieren. Zum Schluss bedankt sich der Reiseleiter bei den Gästen. Er lässt durchblicken, er ist am Umsatz beteiligt. Am Ende der Woche gibt es wenig zu meckern. Wir waren sehr skeptisch, aber es hat uns wirklich, die Reise hat uns überzeugt. Wir haben viel gesehen, haben zwar viel im Bus gesessen, aber das war für mich jetzt eigentlich irgendwie schon ganz gut. Gut, dass die Sachen gesponsert werden für den Preis, ist eigentlich klar. Und dann muss man halt da durch. Wir erinnern uns, wir waren für 99 Euro in der Türkei. Billiger geht's nicht. Doch die meisten unserer Mitreisenden haben letztendlich mehr bezahlt, mit Zusatzpaket rund 330 Euro.